Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen über das Landesanerkennungsgesetz, was uns jetzt vorgelegt wurde. Die Vorgeschichte währt mittlerweile schon ein bisschen. Im April 2012 war das Anerkennungsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Sinn und Zweck des Ganzen war es, hier lebenden Fachkräften aus Drittstaaten durch die Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse eine Perspektive zu geben. Aber in Deutschland ist natürlich nichts einfach, sondern alles etwas komplizierter und es gibt einen ganzen Dschungel an Regelungen und Zuständigkeiten. Daher gilt das Anerkennungsgesetz des Bundes nur für diejenigen Berufe, die auch auf Bundesebene geregelt sind. Für diejenigen Berufe, die eben auf Landesebene geregelt sind, gilt dann eben ein Landesanerkennungsgesetz, wenn es dann eins gibt. Inzwischen haben 6 Bundesländer eigene Gesetze für ihren Zuständigkeitsbereich verabschiedet. Berlin ließ hier etwas länger auf sich warten, eigentlich etwas schade angesichts unserer Stellung als Einwanderungsmetropole. Wir hatten auch mehrfach nachgefragt, aber jetzt ist das Gesetz ja da, jetzt wollen wir auch nicht länger meckern. Es gibt ja auch Projekte, die noch ein bisschen länger dauern. Am Dienstag letzter Woche, genau, hat jetzt der Senat endlich seinen Entwurf beschlossen, beziehungsweise jetzt ist es schon wieder 2 Wochen her. Jetzt haben wir etwas Konkretes und können das dann eben auch besprechen. Ich freue mich auch, dass meine Vorredner das auch schon betont haben. Ein Vorteil hat sozusagen diese Verzögerung jetzt auch, wir haben die Erfahrung aus den anderen Bundesländern und die können wir jetzt auch nutzen. Von den Punkten, die wir schon gesehen haben, wo wir auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf haben, auch gerade aufgrund der Erfahrung der anderen Bundesländer, will ich noch einige Punkte nennen. Das eine sind die Kosten. Kosten für das Anerkennungsverfahren sind zu hoch und stellen für die Betroffenen eine schwer zu überwindende Barriere dar. Die Gebühren für das Landesanerkennungsverfahren müssen daher so gering wie möglich sein und sollten nicht mehrere 100 € kosten. Zum anderen ist es wichtig, dass Berlin Maßnahmen zur Nachqualifizierung anbietet. Erforderlich ist in dem Bereich dann eben ein Ausbau der Möglichkeiten der Nachqualifizierung. Außerdem sehen wir an der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes im Bund, dass es eine ganze Weile dauert, bis die Anerkennung ausländischer Abschlüsse Fahrt aufnimmt. 2012 wurden nur rund 7.500 Anträge positiv beschieden. Von der Zielvorgabe, die eigentlich vorgegeben wurde, ist man eben weit entfernt. Bei Inkrafttreten des Gesetzes im April 2012 rechnete die damalige Bundesbildungsministerin mit über 300.000 Interessenten. Also ein großer Unterschied zwischen dem, was erwartet wurde und dem, was letztlich umgesetzt wurde. Daher ist es auch ein bisschen unverständlich, dass der Senat gerade angesichts der Tatsache, dass man offensichtlich merkt, dass man da bald nochmal nachjustieren muss, eben vorschlägt, erstmals nach 4 Jahren die Umsetzung des Landesgesetzes zu überprüfen und dem Abgeordnetenhaus zu berichten. Da sind wir klar der Meinung, das muss deutlich früher passieren, gerade wenn wir dann feststellen, dass etwas nicht so gut läuft. So, wir haben natürlich an einigen Punkten Änderungsbedarf, so wie die anderen Fraktionen das ja auch angekündigt haben. Wir haben hier jetzt aber tatsächlich, ein kleiner Appell nochmal, eine Situation, die eben nicht alltäglich ist. Wir haben ein Gesetz, das durch den Senat eingereicht wurde und das heißt aus meiner Sicht erstmal, das ist eine richtige Chance für uns als Fraktion. Wir können uns hier zusammensetzen und jeder kann eben seinen Input in die Mitte geben, unbelastet, weil eben nicht mitgearbeitet wurde an dem Entwurf. Insofern können wir, das wäre eben mein Vorschlag, dann tatsächlich mal im Ausschuss unvoreingenommen die verschiedenen Vorschläge und Ideen diskutieren, abwägen, zusammenführen, vielleicht auch einen gemeinsamen Änderungsantrag machen und dann eben an dem bisherigen Stand noch einiges verbessern, sodass wir ein richtig gutes Anerkennungsgesetz haben und wir nicht länger hinter anderen Bundesländern zurückstehen. Vielen Dank.